So. Jetzt müssten wir auch wieder raus können. Und zu Sally gehen. Wir müssten uns jetzt auch draußen frei bewegen können. Lass mich mal gucken. Wir müssen hier rum. Ach, guck mal da. Geradeaus einfach nur. Ja, dann machen wir das doch. Huch. Muss erstmal wieder mit der Tastenbelegung klarkommen. Ich habe mir jetzt auch endlich eine Xbox besorgt. Das heißt, ich muss mich damit auch dann wieder nochmal orientieren können. So, wir gehen hier raus. Was ist das? Gleiszugangsluke? Die ist ja unten drin. Das ist alles hier drin, genau. So, jetzt muss ich nur gucken, wo wir lang müssen. Da lang. Ja, okay. Ich bin jetzt gespannt. Scheiße. Okay, wir können nicht einfach geradeaus. Gehe ich jetzt außen rum? Ich hasse dieses Außenrumgehen immer. Oh Mann. Hier sind aber nirgendwo Ärzte, ne? Habe ich das Gefühl. Sonst hätte ich ja schon welche gesehen. Wo geht's hier? Ach, jetzt bin ich zurückgegangen. Nee, warte mal. Hier kann ich nicht lang. Hier würde ich direkt auf Sally zugehen. Warte mal, dann müsste ich da rum gehen. Okay, das wäre außenrum. Muss mal gucken, dass hier kein Joy-Detektor ist. Aber es sieht hier ganz gut aus. Nee, und da ist auch ein A. Geil, guck mal, was der kann! Alter! So viel zu dem Thema, ey. Auch besser als Michael Jackson. Okay, da kommt ein Arzt. Da hinten ist eine Dingens. Freudendingens. Ja, kacke. Nehme ich jetzt Joy? Dann kann ich hier wenigstens einfach lang gehen. Scheiße, Mann! Oder wir versuchen da hinten mal lang rumzukommen. Aber das sah für mich aus, als könnte man hier in der Mitte, da war ja irgendwas, als könnte man da echt nicht hin. Ich guck mal. Da, guck mal, das da in der Mitte. Das ist so ein Riesenjoy-Ding. Was ist das denn? Ich glaube, ich nehme mal Joy und guck mir das an. Oder ich gehe außen rum. Ich nehme Joy. Komm, ich nehme mal Joy. Ich will das sehen, was das da ist. Dieses große Ding in der Mitte. Aber das wird ohne Joy, werde ich da nicht mit klarkommen. Oh. Was ist denn los? Alter, was ist hier los? Boah, das habe ich noch nie gesehen, dass das so ist. Scheiße, schnell rein hier. Alter, das Joy ist einmal rumgegangen. Wie gruselig. Das habe ich bisher noch nie gesehen. Dass die Menschen dann so gruselig sind. Voll heftig, ey. Alter. Jetzt muss ich eben atmen, bis die sich beruhigt haben. Genug davon. Zeit für Tee. Sehr gut. Alter. Wow, ey. So, wo war das, dieses Ding? Da ist das Ding. Okay. Na, jetzt nehme ich aber dann nochmal Joy. Boah, das war gruselig, oder? Das fand ich echt heftig jetzt. Mhm.
So, jetzt ist aber alles gut. So, ich gehe mal auf das Ding dazu, was auch immer das ist. Ich bin gespannt. Mit dem Regenbogen und alles. Was ist das? Alter, sieht aus wie so ein Endgegner. Okay, ohne Joy könnte ich hier auf keinen Fall langlaufen. Schon krass. Ich muss aufpassen, bevor das Joy weg ist. Dass ich hier schnell zur Sally gehe. Ja gut, es ist aber jetzt hier uninteressant. Warte mal, ich will mir das mal von vorne angucken. Alter. Das sieht gruselig aus. Okay. Wo muss ich lang? Ich gehe einmal hinten rum. Ist auch cool, dass die Schritte so gedämpft sind, ne? It's not in that alley, is it? Constable Stubbs. Alright, alright. Okay. Ich weiß gar nicht mehr. Ich krieg ja so einen Rückzug, ne, Dingern. Ich muss schnell zu Sally kommen hier. Hier ist Sally, ne? Schnell rein da. Hä? Nein! Fuck, warte mal. Riecht der uns? Wie komme ich denn da durch? Komme ich hier rein? Der wird uns riechen, oder? Kommt der da zurück? Oh. Nicht nur das, sondern das andere auch noch. Okay, wir machen... Scheiße, wir nehmen einmal Joy und werden uns mal ansprühen jetzt. Ich bin gespannt. Okay, habe ich Joy überhaupt? Ja. Einmal. Und... Krass, okay. Snug as a bug on a drug. Mit dem Arzt reden. Lovely day for it. How are you? Okay, er tut uns jetzt nichts mehr. Ach, jetzt bin ich hinten rumgegangen. Wie komme ich denn jetzt aber dahin? Wie komme ich denn zu Sally? Vorne? Muss ich vorne lang? Oder muss ich das hier aufbrechen? Ist er weg? Nee, shit. Okay. Ich hoffe, wir sind richtig hier. Sallys Wohnung. Now try not to fuck this up. You need a letter of transit. Mm-hmm. And an old friend. Ja. Oh, Sally. Sally? Sal? Sally who? Arthur! Oh. Come to have a go at me again. I used to think about what I'd say if I ever ran into you again. But, being a complete arse was... sort of improvising there. Look, this is not a spectacular time. You said you know General Bing. Yeah. He's a client. A pharmaceutical client. I haven't had sex with anyone in 10 years, and if I did, it wouldn't be with that man. Good. Did you really come here for a letter of transit? Or did you just need an excuse? Well, I, sort of do need the letter of transit. Oh, Arthur. If you're really gonna do something spectacularly stupid, these might come in handy. Thanks. They make your pupils look teeny tiny, just like Joy does, but they have utterly no effect. About the letter? Hmm. Could you do something for me? Of course. What? I need a bottle of cod liver oil. I'd really like one. Cod liver oil? Why on earth would you want cod liver oil? Like your mum used to torment you with? I wish I could remember her.
You know how joy fucks up your memories. Why? Why would you want to remember your mum? If it's too much to ask. Well, I was kind of hoping for... Absolutely, I will ask my friend the General for a rotten scrap of paper just for old time's sake. I'm being an arse again, aren't I? I'll get it for you. The letter. I'm not crazy. But I am... always a little extra complicated. You used to understand. I'll get it for you. I mean, I'll try. You were always the best of the lot. I've missed you so. No. I really should go. You don't have to. I really, really have to. Arthur. Thanks. I'll just go. Oh, I meant to say. Cod liver oil. Dr. Verloc has some at the labs on Usklass. Keeps a whole private stash of rare ingredients. I'm sort of persona non grata there. I see I'm the competition. Look, be careful. Fest abgeschlossen, die zwei Musketiere zum Hathford-Labor reisen. Kann ich nochmal rein? Oh, Quest gefunden. Hä? Ach so, okay. Ach Mensch, ey. Ja, wir riechen noch wie ein Arzt und wir haben noch Joy intus. Das heißt, wir sollten uns beeilen. auch wenn ich das jetzt kurz gerne genießen würde, aber... Wir müssen jetzt hier lang. Ha! Jetzt könnten wir hier außen rum gehen. Nee, vielleicht doch nicht. Wir müssen hier mitten durch. Das wird ja hier drinne sein. Okay, ich überlege gerade. Vielleicht gehen wir erstmal in den Schutzraum, damit wir wieder Joy-Entzug bekommen und so und uns keiner angreift, oder? Ich glaube, ich renne jetzt schnell eben zum Schutzraum. Ich gehe jetzt raus und renne schnell zum Schutzraum. Fuck, geht schon los? Okay. Boah, bitte beeil dich. Eieiei, geschafft. Puh. Das hat aber gerade so gepasst, ey. Okay, also ich rieche immer noch wie ein Arzt. Das hält echt lange dafür, dass das... Warte mal. Ach, guck mal, der hat das kaum verbraucht. Also es lohnt sich schon echt. Hatte ich nicht Lebertran? Ich weiß das gar nicht mehr. Nee, ne? Die würde mich ja nicht wohin schicken, wenn ich das hätte. Ich schleppe echt gerade viel mit mir rum. Ich könnte mal ein bisschen was essen, ne? Warum nicht? die hat mir Pillen gegeben, die mich so aussehen lassen, als würde ich Joy nehmen. Das ist ganz gut. Aber ich weiß nicht, ob das die Detektoren auch, ob die das dann sehen oder nicht, das weiß ich halt nicht. Wo habe ich die denn? Drogen. Wo sind denn Drogen? Da. Was ist das? Freudenpille? Impfung? Da. Sonnenschein. Mach deine Pupillen winzig klein, sodass du aussiehst, als wärst du auf Freude. Keine tatsächliche Drogenwirkung. Nur ein verdammter Freudloser hätte überhaupt Bedarf für solch eine Droge. Ahmt kurzzeitig die äußerlichen Symptome von Freude nach. Okay. Das können wir ja dann mal ausprobieren. Jetzt gerade sind wir aber erstmal auf Türkei und da muss ich kurz warten, dass das abnimmt. Ist natürlich doof jetzt, gerade wo wir wie ein Arzt riechen, würde ich mich lieber draußen bewegen, ey. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich das jetzt nehme, ob das dann trotzdem funktioniert. Sollen wir das mal ausprobieren? Hm.
warte eben kurz, bis das abgenommen hat. Das mit dem Arzt nimmt zwar auch so schnell ab, aber ist dann halt so. Na, kurz warten. Keine Chance. Können wir irgendwas in der Zeit noch machen? Nö, ne? Könnten mal in den Schutzraum noch mal gehen, aber was sollen wir da tun, ne? Ist ja jetzt eh gleich schon vorbei. Warten eben noch. Wo gehen wir dann lang? Ach hier, guck mal, ich hab ein... Warum hat Sally mich geküsst? Ich hab was zum Lesen. Es kann nicht sein, dass sie mich wirklich will, oder? Denn das wäre eine Erfüllung, die ich mir so sehnlichst wünsche, dass ich leicht die Anzeichen dafür übersehen könnte, dass ich jeglichen Bezug zur Realität verloren habe. Aber für einen kurzen, glänzenden Moment war ich der Held am Ende des Films und kriegte die Frau. Dann wich ich zurück. Warum bist du zurückgewichen, Arthur? Weil ich auf die Erde zuraste und nur Sekunden hatte, mir einen Fallschirm zu schnappen. Ich sagte ihr, dass ich wegen eines Passierscheins für die Stadt da war. Sie dachte, ich wäre gekommen, um sie zu sehen. Was davon stimmt? Ich habe mir so lange was vorgemacht, dass ich mir selbst nicht mehr vertraue. Vor dem großen Lippendebakel brachte ich es noch fertig, ihre Mutter zu erwähnen. Genial. Sie vermisst ihre Mutter. Die Frau, die versuchte, sie zu vergiften und die ihre ganze verdammte Familie auf dem Gewissen hat. Warum habe ich ihr gesagt, dass ich ihr Lebertran besorgen würde? Denn sie könnte sich Lebertran einfach vom guten alten General Bing besorgen. Wie kann der Typ überhaupt noch irgendeine annähernd wichtige Rolle spielen, nach dem, was er im Krieg verbrochen hat? Weil ich Sally nicht Nein sagen kann. Percy konnte ich Nein sagen, aber Sally nicht. Warum in Gottes Willen, Gottes Namen, kann ich Sally nicht Nein sagen? Oh, bereit zum Installieren. We're Happy Few Version 1.9, alles klar. Ja, wir bleiben aber jetzt noch in der anderen Version für diese Folge. Und ja. Und warten eben noch kurz ab, bis wir hier wieder vom Türkei weg sind. Ja, also, Was hat sie gesagt? 10 Jahre keinen Sex mehr gehabt? Eieiei. Okay. Aber irgendwie süß, die beiden. Huh? Ich hoffe, das wird alles gut. Ich bin total gespannt, wie das mit denen ausgeht. Voll romantisch. So, komm. Ich kann wieder raus jetzt. Komm. Ja, geht doch. So, und dann kann ich auch die Pillen gleich mal ausprobieren. So, jetzt gehe ich aber erstmal... Ach, guck mal, ich kann mir hier wieder Dingelbumsel machen. Was mache ich denn? Sowas wäre ganz gut. Klopperspanner und Jubler brauchen länger, um dich zu erkennen. Verräter. Angriffe gegen ahnungslose Feinde verursachen doppelten Schaden. Schau, da drüben. Geworfene Ablenkungsobjekte, Flaschenenden etc. Enden. Verursachen mehr Ablenkung. Okay, was war das? Hier gibt es nichts zu sehen. Geh nachts nach draußen, ohne dass dich die Bobbys stören. Zeugen reagieren langsamer auf unerlaubtes Betreten, wodurch du Zeit zum Weglaufen hast. Die Ausgangssperre gilt nicht für den Spieler. Ach. Zeugen reagieren bei unerlaubtem Betreten nicht so schnell. Alter, 10, verdammt. Aber darauf spare ich. Darauf spare ich auf jeden Fall. Das werde ich jetzt nicht einfach machen. Was ist denn hier dieses hier noch? Unbelastet. Ach so, das ist mehr Tragen. Das finde ich jetzt nicht so interessant. Ich könnte jetzt das machen. Mit den Detektoren. Das finde ich ganz gut. Aber, das ist geil. Ich glaube, darauf werde ich sparen. Ganz ehrlich. So. Wo müssen wir lang? Querfeld ein quasi, ne? Ja, komm. Wir gucken uns dann auch direkt mal die Grabungsstelle an. Ich rieche ja auch noch wie ein Arzt. Ist das der richtige Weg? Nee, da lang. Okay. Ist das ein Freudending hier?
Nee, okay. Ach, hier kann ich irgendwo um die Ecke auch was kaufen. Wo denn? Okay, wir testen das mal. Ich nehme mal so eine Pille. How strange. I don't feel a thing. And I could walk past any joy detector and no one would know I'm not stoned out of my mind on joy. Wie cool. Okay. So, hier rein? Ah ja, hier kann ich kaufen. Sehr gut. Everything's coming up, roses. What can I do for you today? Tauschen. Tauschen? How can I help you? Kuchen, Eintopf, stückiger Einkopf. Röst, Chicorée. I'll be back in a jiff. Interessiert mich nicht. Okay. Das ist echt gut mit diesen Dingern hier. Kann ich die herstellen? Was habe ich denn hier? Passierschein. Ach so. Einen Passierschein besorgen. Ich komme aus der Stadt. Das Nervige an der Sache ist, ich habe wirklich einen Passierschein und er ist gleich auf der anderen Seite der Brücke. Ich muss mir auf andere Weise einen besorgen. Was ist mit der alten Druckerei der Regierung? Sie haben die Passierscheine gedruckt. Ich frage mich, ob es dort noch leere Formulare gibt oder ob ich einen drucken könnte. Okay, ja, aber ich kriege den ja auch von Sally. So, warte, hier, Crafting. Da kann ich nicht herstellen. Muss ich mir also einteilen, den Mist. Okay, wo muss ich lang? Da lang. Das hält echt nicht lange, das Zeug. Kacke. Muss ich vorsichtig sein. Da ist ein Arzt. Okay, ich rieche noch wie ein Arzt. Alles gut. Das Gift ist nur nachts so schlimm. Alles cool. Ach ja, hier ging's raus. Stimmt. Warte mal, gehen wir raus? Nee. Wir wollen ja hier irgendwie durch, ne? Wir bleiben drin. Da hinten läuft wieder ein Arzt. Bobby. Nee, ist kein Arzt, okay. Alter. Bin ich hier? Was ist das hier für ein Punkt? Ach so. Gar nichts, okay. Oh Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Gott sei Dank nichts passiert. Hoffentlich kommt jetzt kein Detektor oder irgendwas. Das ist aber eine lange Straße. Macht mir ein bisschen Angst irgendwie. Boah, das mit dem Ärzten ist schlimm, dass die einen riechen und so. Okay. Sind wir gleich auf der anderen Seite? Geht ja relativ schnell. Mal eben gucken, okay. Ich muss mal eben auf die Uhrzeit gucken. Bin ein bisschen im Stress heute. Also nicht im Stress, aber ich habe noch ein bisschen was vor. Streamen nämlich. Und ja. Da möchte ich natürlich auf die Zeit achten. So. Nee, da muss ich nicht lang. Da kann ich lang. Aber so gehe ich komplett durch. Kann ich nicht irgendwie außen rum? Dann muss ich jetzt hier lang und dann hier lang. Aber ich hätte hier jetzt den nächsten Schutzraum. Hm. Ich versuche das mal dahin zu schaffen. Das macht Sinn. Ach da, geradeaus. Okay. Schloss knacken. Nee, wir gehen da nicht rein. Das müssen wir nicht machen. Das da oben ist, glaube ich, ein Joy-Detektor. Ne? Ist das hier oben an? Ja. Oh, Schreck. Ja, ist ja gut. Ich gehe außen rum. Dafür brauche ich jetzt keine Tablette nehmen, ey. So. Muss ein bisschen jetzt drauf achten. Ich rieche nicht mehr wie ein Arzt. Und wo geht's hier lang?
Okay. Nö, das bewegt sich hier. ungeduldige Person. Okay, es ist wirklich eine Person, die sich da bewegt. Interessant. Boah, sind hier viele Bobbys, Leute, ey. Voll schlimm. Was machen die denn? Geil, die tanzen. So, fertig. Okay, geradeaus geht's zum Schutzraum. Ich gehe jetzt schnurstracks zum Schutzraum. Ich hoffe, ich habe hier keinen Detektor auf dem Weg. Da ist ein Arzt. Scheiße, Moment. Hier ist irgendwo ein Detektor. Ich war doch hier. Auf der anderen Seite. Irgendwo ist hier ein Detektor. Okay, man kann also dran vorbeilaufen. Das ist möglich, das ist gut. Das haben wir noch nie gemacht. Dann sollten wir das mal öfters machen. So, wo ist der Schutzraum? Hier? Ja, okay. Hier haben wir auch angefangen, ne? Oh, ja. Also ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal in den Schutzraum, bevor ich dann nach da unten weitergehe. Ja. Huch, halten. Oh. Ich krieg gerade wieder Spaß an dem Spiel. Ich bin... Weiß auch, warum ich das spiele. Ich mag halt diese Art, wie das Spiel so generell ist. Das finde ich irgendwie cool. Ich weiß auch nicht. Wir wollen aber nicht so lange schlafen. Oder wir schlafen extrem lange. Zugangsluke. Wir müssen hier runter. Öffentliche Bauvorhaben. Alle. Okay. Komm, wir schlafen nur eine Stunde. Geht das? Nee, warte. Eine Stunde. So. Ich kann auch nicht weniger, ne? Nee, geht nicht. Okay. Na gut, dann schlafen wir mal. Oh. Oh. Your move, Sandman.